Jetzt bin ich ja in Pakistan. Ich glaube, wirklich überall bekannt. Ja. Wir haben im ganzen Land gearbeitet. Wir haben ja immerhin was fertiggebracht, was sonst kein Projekt fertiggebracht hat, dass wir die Krankheit im Griff haben. Mehr als zufrieden. Ja, ich muss sagen, da war so viel Geschenk. Also ich habe im kühnsten Traum nicht gedacht, dass wir Lepra in den Griff kriegen. Keiner von uns hat sich das vorstellen können. Also jemand muss wirklich, brauchte gar nicht mal nach Kathi. Jemand muss wirklich seine Augen zumachen und seine Ohren verstopfen, um sich diese Frage nicht zu stellen. Braucht man sich nur vor dem Fernseher zu setzen. Und das haben wir als Kriegsgeneration ja schon 45 gewusst. Früher. Absolut früher. Es gibt wirklich nur eine Alternative. Weitermachen oder Selbstmord. Und wir haben uns gesagt, also weitermachen ist unsinnig. Aber aufhören ist noch unsinniger, denn man kann ja gelegentlich doch was tun. Ja, und dann mit diesem Trotz, du musst es wissen, ich habe es ja nicht erfunden. Die Welt habe Gott sei Dank ja nicht ich erfunden. Ja, natürlich, wenn ich nicht Christ gewesen wäre, wäre ich ausgestiegen. Ich entsinne mich noch, ich hatte einen sehr guten Freund um die Zeit. Und wir saßen in Marburg, oben auf der Burg, guckten auf Marburg runter. Und damals sagte mein Freund, es scheint wirklich, es gibt eine Alternative. Selbstmord oder katholisch werden. Und das ist Kriegsgeneration, ja, die sich wirklich nichts vorgemacht hat. Wir konnten uns nichts vormachen, denn wir hatten zu viel erlebt. Ich bin in einen Ort eingetreten, und drin geblieben. Und ich habe mir auch dabei nichts vorgemacht. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar. Sonst hätte ich es nicht durchgehalten, da bin ich überzeugt. Also in meinem Fall ganz bestimmt, das war eben eine Berufung, der ich nicht hätte entgehen können. Ich war ja ausgebildet, ich hatte genügend Freunde, einige sogar ernsthaft, einen sehr ernsthaft. Ja, also, da wäre eine Möglichkeit gewesen, das Leben anders zu konzipieren. Das heißt, dass die Möglichkeit bestand eben für mich nicht. Sonst hätte ich meine eigentliche Ja, die Möglichkeit, die eben in mir und meinem Leben bereits vorhanden war, aber noch nicht rausgekommen, die hätte ich wirklich verraten. Nee, das sage ich ja immer. Ich habe zum Glauben nicht gefunden, der Glaube hat zu mir gefunden. Ja, die ganze Geschichte schon Christ werden, ist so verrückt. Das sollte mir mal jemand sagen, wie er dazu finden könnte. Nicht möglich. Ich entsinne mich, dass mich mal jemand mitgenommen hat in seinem Wagen, als ich
auf Transport wartete. Und er fragte mich, warum ich nach Pakistan gekommen und geblieben sei. Und da habe ich gesagt, also wirklich, ich liebe das Land. Und da guckte er mich an und sagte, können Sie mir sagen, was lieben Sie da? Also da hatte er mich wirklich überfragt. Ich hatte auch mal einen persischen Freund und als ihm die Frage gestellt wurde, da guckte er kurz und sagte, hat keine Warum. Ja, und das ist für mich wirklich Liebe immer gewesen. Liebe hat keine Warum und soll auch keine Warum haben. Und für mich ist das von Johannes, ich weiß nicht, wo es ist, jedenfalls, es muss irgendwo in Johannes stehen. Und da er sie einmal liebte, liebt er bis zum Ende. Wenn ich mir vorstelle, wie wirklich seine Jünger waren, finde ich toll. Da hat sie wirklich bis zum Ende geliebt. Sonst sollte man über Liebe nicht reden.